Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Es scheint, als hättet ihr einen weiteren wichtigen Meilenstein auf eurer Reise als Jäger erreicht, Algier. Euch mag aufgefallen sein, dass sich in meinem Besitz einige Bücher befinden, die euch helfen können, euer Können als Jäger zu verbessern. Nun, da ihr bereit seid, sie zu lesen, solltet ihr diese Bücher erwerben und lernen, was sie euch zu lernen haben. Okay. Ich mach mal ganz kurz hier. Ach, ich sitze noch auf dem Pferd, deswegen kann ich keinen Fokus aufladen. Dann steigen wir mal ab. Kurz den Fokus aufgeladen. Ist er noch von der Instanz mit Gollum niedrig? So. Dann schauen wir mal, was für Bücher er denn hier hat in seinem Laden. Wie ist das Wertebefinden? Kann ich auch irgendeins davon schon lesen? Das wäre cool. Achso, nicht aufgesessen verwendbar. Natürlich. Ja, wir können alle schon lesen. Dann holen wir uns die mal gerade. Und dafür gibt es auch Taten. Sprecht mit Legolas in Bruchtal. Okay. Ach, das führt uns alles zu Legolas. Ist ja interessant. So, die Bücher sind nicht mehr hier. Okay, ich weiß nicht, was genau wir jetzt entdeckt haben, aber wir müssen ja sowieso nach Bruchtal als nächstes. Dann habe ich die Reihenfolge ja ganz richtig gemacht. Schauen wir uns die Bücher mal an. Ein Schuss ins Blaue. Ein legendäres Buch, das die Kunst eines einsamen Jägers beschreibt, der einst mit grausamer Effizienz den Düsterwald auf der Jagd nach Bildwissen durchstreifte. Okay. Angriff aus der Ferne. Ein legendäres Buch über die Schlacht zwischen Soldaten aus Gondor und Elbenjägern aus Lorien zu Beginn des Krieges des letzten Bündnisses. Warte mal. Zwischen Soldaten aus Gondor und Elbenjägern aus Lorien. Warum haben die gegeneinander gekämpft? Wer weiß. Okay, und die Methoden des Jägers. Ein legendäres uraltes Buch der Elbenjäger, die einst über die vergessene Stadt Gondolin wachten. Gondolin war eine Elbenstadt, die versteckt war. Guten Tag. Bis sie durch einen Verräter dann doch nicht mehr versteckt war. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Okay, bei dem gibt es sonst nichts, was wir jetzt brauchen könnten. Ja, und die Position von Gondolin wurde dann leider durch einen Verrat an Morgoth verraten. Morgoth ist ja der... Melkor, sagen wir mal Melkor, das ist der richtige Name. Ist ja der Lehrmeister von Sauron gewesen sozusagen und der eigentliche Oberböse. Und der hat Gondolin dann mit seiner Armee von Balrogs in Schutt und Asche gelegt. Wobei auch wichtige Leute gestorben sind, zum Beispiel Glorfindel. Also ich weiß gar nicht, inwiefern das von Tolkien bestätigt wurde, aber es gab zwei Glorfindels eigentlich. Und die wurden dann verknüpft miteinander. Man hat dann gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das von Tolkien auch so bestätigt wurde, aber zumindest wurde es von der Fangemeinschaft so aufgefasst dann. Man hat dann gesagt, Glorfindel ist gestorben in Gondolin. Also der erste Glorfindel war in Gondolin. Und der zweite ist der, den wir hier im Bruchtal haben, zu dem wir jetzt hin... Nee, ich reite noch nicht zu ihm, ich gehe erstmal zu Legolas. Zu dem wir dann gleich hingehen. Und es heißt, Glorfindel wurde wieder zurückgeschickt in die Welt der Lebenden, weil er eine wichtige Aufgabe zu vollführen hat. Und tatsächlich ist Glorfindel kein Unwichtiger. Glorfindel hat im Kampf gegen den Hexenkönig mit gekämpft. Also um, wann war das? Ich weiß gar nicht, 2000 drittes Zeitalter. Als Arthedain ausgelöscht wurde. Willkommen in Bruchtal. Oder als alle Anorischen Reiche ausgelöscht wurden. Da hat er mitgekämpft, Glorfindel, und hat die Weissagung gemacht, dass der Hexenkönig von keines Mannes Hand getötet würde. Im Deutschen ist schon ziemlich deutlich, dass er dann doch von irgendjemandem, nur eben nicht von einem Mann getötet wird. Ich glaube, im Englischen kommt es ein bisschen besser, by no man's hand. Weil Man ja auch Mensch heißt. Also es könnte auch heißen, er wird von keinem Menschen, kann von keinem Menschen getötet werden. Und für alle Kenner der Geschichte um Herr der Ringe ist es natürlich klar, der Hexenkönig wurde von Eowyn getötet, die wir noch später kennenlernen werden. Und die ist kein Mann, sondern eine Frau. So, jetzt aber erstmal zu Legolas. Was haben wir denn da? Angriff aus der Ferne. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ho, rot, das ist ja interessant. Gut, Angriff aus der Ferne, Seite so und so. Mal schauen. Heute habt ihr mir aber einen äußerst interessanten Fund mitgebracht. Angriff aus der Ferne ist ein exzellentes Werk über die Fähigkeit des Jägers, den Ausgang einer Schlacht zu bestimmen. Außerdem wird darin ein schändlicher Betrug an der Ehre von Elben und Menschen beschrieben, bei dem offenkundig wird, wie leicht wir doch auf die simplen Winkelzüge des Feindes hereingefallen sind. Trotzdem hatte das Bündnis Bestand und der Feind wurde besiegt. Darum beschreibt diese Geschichte vielleicht gleichzeitig die Stärke und die Schwäche unseres Bundes. Ich kann nur hoffen, dass wir diese Stärke und Ehre im Angesicht des Feindes wieder zeigen können, da die Dunkelheit in diesem Zeitalter mehr und mehr an Stärke gewinnt.
Jedenfalls hat der Zahn der Zeit schon deutlich an diesem Buch genagt. Selbst meine Augen können nicht alle dieser ausgeblichenen Passagen entziffern. Aber dieses Buch ist auch nicht das einzige seiner Art. Ihr könntet die fehlenden oder verblichenen Passagen durchaus an irgendeinem anderen Ort finden, wenn ihr unermüdlich danach sucht. Als Jäger werdet ihr außerdem vieles aus dem vollständigen Text lernen können, falls ihr Erfolg habt. Ach ja, ich erinnere mich, wie das ist. Wir haben das jetzt auch nochmal für die anderen hier. Ich lese jetzt nicht vor die anderen beiden. Kommt aber aufs selbe raus letztendlich. Wir müssen die Seiten finden. Und die gibt es von... von bestimmten Gegnergruppen, glaube ich einfach. Kann man die kriegen? Und wenn man das dann vollständig hat, wir haben ja gesehen, wir haben Taten gekriegt dafür, die wir erfüllen müssen, dann kriegen wir einerseits Punkte im HDRO-Shop und Klasseneigenschaftspunkte. Die Klasseneigenschaftspunkte, das sind ja die, die wir hier verbraten können, wo ich jetzt... Oh, ich habe einen. Na sowas. Wo gebe ich den denn mal drauf? Ich weiß es gar nicht. Bringt mir das was? Was ist denn die abgespannte Konzentration? Ach, das war hier der Fokus-Bonus. Abklingzeit. Oh, das ist gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Nur mal kurz da drüben schauen. Könnten wir auch drauf gehen. Ich gehe mal auf die Abklingzeit hier. Das ist cool. Okay. Anwenden. Gut. Und dann ist das diesmal also kein richtiges Quest, sondern wir müssen einfach nur die Seiten davon sammeln. Na gut, von mir aus. Ist mir auch recht. Wir machen uns jetzt aber mal auf den Weg zu Elrond. Nein, nicht zu Elrond, zu Glorfindel erstmal. Denn wir wollen ja erstmal die Instanz mit Glorfindel machen. Und wie gesagt, Glorfindel wurde der verbreiteten Ansicht nach zurückgeschickt. Denn die Elben, wenn die sterben, ist das nicht so wie bei den Menschen. Bei den Menschen weiß keiner, wo die Seelen eigentlich hingehen, wenn sie sterben. So wie es in Wirklichkeit halt auch ist. Bei den Elben ist es durchaus bekannt, denn die Elben wandeln dann in Mandos Hallen. Mandos ist einer der Valar, einer der großen Götter. Und, also einer der höheren Götter. Und er ist der Herr über die Hallen der Toten sozusagen. Und wenn die Elben sterben, kommen sie in Mandos Hallen. Und dort ruhen sie eigentlich bis zum jüngsten Tag, an dem alle wieder herauskommen und leben. Und der jüngste Tag ist tatsächlich so eine Art Armageddon. Das ist der Tag, an dem Melkor zurückkehrt, der ja in eine andere Dimension geschmissen wurde, glaube ich. Weil man ihn halt nicht töten kann. Er ist halt ein Valar, ne? Den kannst du nicht töten. Deswegen hat man ihn in eine andere Dimension geschmissen. Aber eines Tages, es wird geweissagt, kommt er zurück. Und das ist auch so. Der kommt eines Tages zurück und zur letzten Schlacht erwachen alle Elben dann wieder. Und auch einige der Menschenhelden aus dem ersten Zeitalter. Und da wird Melkor dann endgültig getötet. Und erst da erwachen eigentlich die Elben erst wieder aus Mandos Hallen. Aber wenn sie wichtige Aufgaben zu erledigen haben, dann erwachen sie schon vorher. Und es gibt sogar einen Fall, in dem ein Mensch wiederbelebt wurde. Und das war Beren. Beren und Lúthien ist ja eine der Geschichten aus dem Silmarillion. Beren eigentlich gestorben, ist ein Mensch. Aber Lúthien hatte eine bezaubernde Stimme und ist in Mandos Hallen gegangen und hat Lúthien, hat Mandos ein Lied vorgesungen und er war so berührt von der Liebe, die Lúthien für Beren übrig hatte, dass er gesagt hatte, okay, Bitch, du kannst ihn wieder haben, aber wenn, dann musst du deine Unsterblichkeit abgeben. Und Lúthien hat gesagt, jo, machen wir. Und damit sind Beren und Lúthien sterblich geworden und ja, das ist die Geschichte von Beren und Lúthien. Und wir kommen jetzt zu Glorfindel. Zudem habe ich jetzt auch genug Worte verloren eigentlich. Wir schauen uns mal die Instanz an. Also wie gesagt, er ist ein mächtiger Motherfucker. Niemand legt sich mit dem Hexenkönig an und der Hexenkönig legt sich nicht mit Glorfindel an. Dann könnt ihr euch also vorstellen, wie mächtig Glorfindel eigentlich ist. Also ich würde sagen, nach Elrond wird er wohl der mächtigste hier im Bruchtal sein. Gut, dann lasst uns unverzüglich aufbrechen. Also die Geschichte drumherum, das haben wir jetzt hier nicht mehr. Ich kann es euch natürlich hier in der Mission zeigen, denn hier gibt es die schöne Chronik. Nach reiflicher Überlegung und langem Brüten über euren Berichten aus den westlichen Teilen der Trollhöhen, wo wir, das muss ich an der Stelle mal einwerfen, Untote gefunden haben, ganz viele, bin ich davon überzeugt, dass die Diener des Feindes nicht etwa durch die kurzzeitige Anwesenheit des Nazgul angelockt wurden. Das ist ein bisschen vorgegriffen. Was es mit der Anwesenheit des Nazgul auf sich hat, das werden wir gleich noch sehen, dann im Hauptquest. Der dort vor kurzem hindurchreiste, sondern vielmehr einem der Arid-Fürsten unterstellt sind. Zerrbilder der Zauberer, die Morgoth vor langer Zeit erschaffen hat. Das finde ich auch interessant, dass die Arid-Fürsten
Morgoths oder Melkors Gegenstück zu den Zauberern sein sollen. Ich weiß nicht, ob das nur vom Spiel erdacht ist oder ob das irgendwo verbirgt ist in Tolkiens Quellen, aber ich finde das ganz interessant, den Aspekt. Angesichts der Macht dieses Gurdring, dem ihr in Nantornaeth begegnet seid, glaube ich, dass es sich bei diesem Arid-Fürsten um Ferndur den Tödlichen handelt. Den Meister der Pestilenz. Er muss um jeden Preis besiegt werden, aber ich kann jemanden wie euch nicht allein gegen ihn antreten lassen. Seine Macht ist zu groß. Es gibt nur 3 Personen in diesem Tal, die stark genug sind, um einem Arid-Fürsten gegenübertreten zu können. Und weder Gandalf noch ich können diesen Ort augenblicklich verlassen. Daher bitte ich euch, mit Glorfindel zu sprechen und ihm unsere Erkenntnisse zukommen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass er euch gegen dieses Übel begleiten wird. Also diese Nachricht, das muss ich auch dazu sagen, ist von Elrond. Wir haben mit Elrond gesprochen, der hat uns das gesagt. Und Elrond sagt es ja. Es gibt nur 3 hier, die mächtig genug sind. Das sind Elrond, Gandalf und Glorfindel. Und Elrond und Gandalf können nicht, deswegen muss Glorfindel das machen. Der ist also wirklich ein ziemlich mächtiger Motherfucker. Und jetzt widmen wir uns mal der ganzen Sache. Ich bin gespannt. Ich weiß ja auch nicht, was kommt. So, wieder keine einführenden Worte, das ist schade. Der Niedergang des hageren Gurdring war ein Zeichen von war ein Zeichen und Glorfindel fürchtet die Rückkehr von Ferndur, dem Giftigen, in die Trollhöhlen. Okay, jetzt wird's interessant. Megowannen. Die Zeit ist gekommen, Aegir. Wenn die bösen Mächte des Arid-Fürsten wirklich die Ursache für das Grauen in den Trollhöhlen sind, muss er verjagt werden. Wir können nicht zulassen, dass er noch mehr Grauen hierher bringt und so seine Position stärkt. Macht euch bereit, Aegir. Nichts und niemand soll uns von dieser Aufgabe abhalten. Wir müssen uns beeilen, Aegir. Los geht's. In die Feste Brandoras hinein. Ich habe 8 Krieger losgeschickt, um den Altar, an dem ihr auf Gurdring gestoßen seid, auszukundschaften. Okay. Denn es ist möglich, dass Ferndur selbst die Feste Brandoras erobert hat. Na, dann sollten wir ihn vertreiben, würde ich sagen. Lasst uns schnell aufbrechen und sie finden. Es ist lange her, dass sich Ferndur einem Lebewesen gezeigt hat. Doch kann diese Krankheit, die die Trollhöhen in ihrer Gewalt hat, nur sein Werk gewesen sein? Wartet, Aegir. Es liegt etwas Merkwürdiges in der Luft. Etwas stimmt hier nicht, Aegir. Was ist los? Glorfindel? Sprich mit mir bitte. Was hat Ferndur euch angetan? Was war das denn? Ruhe in Frieden, lieber Freund. Oh, das sind deine Elbenkrieger. Oh. Ein Arid-Fürst lässt sich nicht so leicht besiegen. Meine Krieger wussten, was sie erwartet. Und doch war ihre Ausbildung nicht gut genug. Ferndurs Fäulnis hat sie kahl gefressen und nur ihre Hülle übrig gelassen. Die armen Schweine, Mensch. Was für ein neuer Schrecken ist das? Hui. Oh, jetzt muss Glorfindel auch noch gegen seine eigenen Brüder kämpfen. So, dann müssen wir mal ein bisschen Widerstand leisten, würde ich sagen. Oh, cool, wir können mal den Skill hier einsetzen, den Blutpfeil. So, erstmal kurz aufladen wieder. Wir müssen den Altar erreichen, bevor sich die Fäulnis weiter verbreiten kann, Aegir. Wir dürfen es nicht länger zulassen, dass Ferndur unsere Lande oder meine Leute noch weiter zugrunde richtet. Warum habt ihr uns ermordet? Ihr wusstet, wir hatten keine Chance. Schon ziemlich düster, ne? Seine Fäulnis hat uns verrotten lassen! Ihr hättet uns retten können. Hört auf zu lügen! Ich lasse mich von eurem Spott nicht zum Narren halten, Geister! Ich frage mich, ob das wirklich die Geister seiner Brüder sind oder ob das nur Zerrbilder sind. Illusionen quasi. Oh, mir geht's gar nicht so gut, stelle ich gerade fest. Komm, lass mal hier den Blutpfeil machen. Blutpfeil? Ah, danke. Okay. Tja, die Geister deiner Brüder haben wir geschafft. Aber da oben sieht's noch ein bisschen ungemütlich aus.
So, da bin ich wieder, nachdem mir das Spiel gerade... Nee, das Spiel ist mir eigentlich gar nicht abgestürzt, sondern die Aufnahme ist mir abgeschmiert. Weil aus irgendeinem Grund meine externe Festplatte, auf die ich aufnehme, nicht mehr kompatibel sein wollte gerade mit dem Computer. Ich musste jetzt erstmal übelst lange rumfummeln, bis ich das wieder hingekriegt habe, dass der die wieder erkennen wollte. Aber jetzt können wir wieder losstarten. So wie ich das gesehen hatte, hat die Aufnahme genau hier den Knacks bekommen, nachdem ich mit Glorfindel geredet hatte. Also setzen wir hier wieder ein. Was kann ich für euch tun? Unser Feind erwartet uns, Aigir. So viel ist klar. Ferndurs übler Einfluss hat bereits das Leben von zu vielen meiner Leute gefordert und unsere Lande verunreinigt. Die Trollhöhnen müssen von ihm gesäubert werden. Zwar sehe ich nur seine üblen Schergen hier, doch muss sich der Aridfürst ganz in der Nähe aufhalten. Lasst uns unbemerkt vorrücken. Ich habe übrigens die Instanz jetzt schon fertig gespielt gehabt. Aber da die Mission dann noch nicht vorbei war, konnte ich die nochmal abbrechen, nochmal neu starten und deswegen kann ich die Instanz nochmal spielen. Von daher können wir es uns jetzt nochmal anschauen alles. So, weiter geht's, Glorfindel. Komm schon. Erstmal eine Falle hingesetzt hier. Da ist er. Ferndur, der Tödliche. Ah, der mächtige Glorfindel beehrt mich endlich mit seinem Besuch. Ich habe mich schon gefragt, wie viele Elben ich noch verrotten lassen muss, bis ihr euch bei mir blicken lasst. Haltet den Mund! Meine Leute und diese Lande sollen nicht länger unter eurer Fäulnis leiden. Eure Herrschaft endet heute. Nichts und niemand soll meine Fäulnis aus Mittelerde fernhalten können. Nicht einmal ihr. Erst geboren. So, mal schnell alles wieder angemacht, damit ich auch was sehe, wenn ich kämpfe. Okay. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil die nicht ohne sind, die Arithmanen hier. An sich sollten wir die aber hinkriegen. Vor allen Dingen haben wir Glorfindel auf unserer Seite, der uns heilt. Und das ist super. Glorfindel ist einer der begnadetsten Heiler, die es gibt. Und das wollen wir natürlich gern nutzen, wenn er uns denn hier so schön heilen kann im Kampfe. Um ihn selbst müssen wir uns eigentlich nicht so große Sorgen machen. So sei es. So, jetzt geht's gegen den Aridfürsten selbst dran. Um ihn selbst müssen wir uns eigentlich nicht so große Sorgen machen. Normalerweise jedenfalls. Ein bisschen müssen wir schon aufpassen, denn es wird gleich nochmal ein bisschen kritischer hier. Hey, das ist unfair. Okay. So ist es noch okay. Vorhin wurde ich auch mal ohnmächtig gesetzt. Da war ich dann, glaube ich, fast so eine halbe Minute ohnmächtig. Das war nicht so schön. So ist auch praktisch. Glorfindel heilt sich nämlich auch gleich selbst. Das heißt, wir müssen uns da nicht so sehr sorgen, dass ihm was zustoßen könnte. Der Tod wird mich nicht aufhalten. Oh shit. Jetzt muss ich nämlich ein bisschen aufpassen, weil Glorfindel gerade... Ja, der muss jetzt erstmal wieder... zu Sinnen kommen. Okay, ich glaube, jetzt habe ich nur noch die grausamen Geister an mir dran. Oh, shit, wartet mal. Ho, 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 ho. Schön am Leben bleiben, mein Freund. So geht's ja nicht hier. So, vielleicht erstmal den einen hier wenigstens töten. So, okay. Das ist schon mal ein bisschen besser. Das Blöde ist, mein Leben sieht nicht so gut aus. Wie mache ich das denn jetzt? Scheiße! Ich glaube, ich sterbe gerade. Oh, shit. Ah, fuck. Ja, das war zu erwarten. Das war halt das Problem, weil Glorfindel ohnmächtig war. Das meinte ich damit. Wir müssen uns an sich keine Sorgen machen. Es kann aber passieren, dass es doch etwas unschön wird. Damit ist die Instanz gescheitert. Und wir müssen das Ganze nochmal machen, weil einfach das Problem ist, wenn Glorfindel da ohnmächtig wird, dann geht alles auf uns los, was dort rumkriecht. Und das kann ungemütlich werden. Deswegen, die Mission, ja, die hat auch ein bisschen mit Glück insofern zu tun, dass man hoffen muss, dass Glorfindel zur Verfügung steht. Ansonsten ist man ganz schön am Arsch. Also ohne Glorfindel hat man keine Chance dort. Gut, und ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal in die Instanz rein und wenn wir wieder in dem Kampf sind, dann... schalte ich euch wieder zu. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder im Kampf und ich hoffe mal, diesmal läuft es ein bisschen besser. Ich werde mich mal ein bisschen passiver verhalten, glaube ich. Einfach, um nicht wieder Gefahr zu laufen, so über... Hallo? Geht's noch?
um so übermannt zu werden wie vorhin. Das war jetzt unfair. Blöder Arithmanen-Arsch. So, hoffen wir mal, dass Glorfindel diesmal nicht wieder dann bewusstlos am Boden liegt. Jetzt ist es genauso, wie ich das vorhin auch schon hatte, als ich das Quest auch geschafft habe. Alle liegen bewusstlos am Boden. Das ist ein Traum. So, jetzt lass mich mal hier die Falle legen. So sei es. Ah, die wollte ich nicht für den. Na gut. Ich glaube, ich lasse ihn erstmal ein bisschen... Na komm, können wir ja doch mal draufhauen. Ich glaube, er beißt sich sowieso an Glorfindel fest ein bisschen dabei. Das ist auch ganz gut so. So, einmal in den Rücken gestochen. Ah, nicht zu mir. Komm, geh mal wieder mit Glorfindel spielen. Genau, das ist schön so. So, dann werde ich mal ein bisschen aus der Ferne arbeiten einfach. Wozu bin ich denn Fernkämpfer? Das muss ich doch mal ausnutzen. Ich weiß, es ist ein bisschen feige, aber naja, das ist halt so. Und meine Kraft ist mal wieder... Ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Kraft von den Angriffen so sehr aufgebraucht wird, sondern ich glaube, die entziehen Kraft mit irgendwelchen Attacken hier, die Untoten. So. Mal ein bisschen Zeit schinden, bis Glorfindel wieder dabei ist. Komm, mach mit, Glory Glory. Ja, hau ihn. Genau, so habe ich mir das doch gedacht. So, dann springe ich mal wieder runter hier. So, wunderbar. Der Tod wird mich nicht aufhalten. Okay, jetzt kommen die Kleinen. Und ich hoffe, es kommen nicht zu viele auf mich jetzt direkt. So, die Falle sollte hoffentlich funktioniert haben an ihm. Das wäre zumindest schön. Ich glaube, die meisten sind tatsächlich oben bei Glorfindel. Übrigens musste ich jetzt nochmal die Mission komplett neu starten. Hallo, geht's noch? Was war das denn? Übrigens musste ich die Mission jetzt nochmal komplett neu starten, weil als ich wieder rein bin in die Instanz nicht zurückgesetzt war auf den Anfang. Deswegen hat Glorfindel alles allein gemacht und hat quasi im Alleingang den Gegner getötet. Also im Prinzip braucht er uns nicht unbedingt, habe ich das Gefühl. Naja, und da bin ich dann halt zu spät gekommen, um euch die Dialoge zu zeigen, die ich natürlich schon kenne, weil ich das ja schon mal durchgespielt habe vorhin, als ich ein bisschen mehr Glück hatte im Spiel. Aber ihr natürlich nicht. So, komm, lass mal hier. Dann nimm halt den anderen. Ja, geh auf den los, genau. Greifst du bitte an? Richtig? Danke, das hat gedauert irgendwie. Jetzt nehme ich auf jeden Fall einen Trank erstmal. Ich meine, den einen, den kriegen wir alleine hin, ja, natürlich, aber der Kampf geht ja noch weiter danach. So. Dann holen wir uns mal den da oben runter, damit Glorfindel sich auf den Arithfürsten konzentrieren kann. Das darf dann doch er übernehmen. So, ist auch gut, der beschäftigt sich ja wirklich mit dem. Ferndur ist also damit beschäftigt, wirklich nur auf ihn loszugehen. Glorfindel sollte eigentlich durchkommen. Ja, das geht. Sieht gut aus. Das sollte so passen. Nicht heute. Wohin ich gehe, werdet ihr mir nicht folgen. Und merkt euch, der Norden soll ganz Eriador verrotten. Und damit ist der Kampf vorbei. Denn als es eng wird, flüchtet Ferndur, die alte feige Sau. Ihr habt Glorfindel dabei geholfen, Ferndur und seine Schergen zu besiegen. Tja, Ferndur ist nicht tot, aber zumindest konnten wir Sauron... Eigentlich ist es gar nicht so gut, Saurons Blick auf uns zu lenken, weil wir ganz in der Nähe von Bruchtal sind. Das ist eigentlich gar nicht mal so gut. Aber naja, zumindest konnten wir ihn aus Bruchtal... Nicht aus Bruchtal, aus den Trollhöhlen vertreiben. Aus der unmittelbaren Nähe von Bruchtal, sagen wir es mal so. Ich habe es befürchtet. Ferndur konnte entkommen, Aegir. Kehren wir nach Bruchtal zurück. Okay, damit endet diese Instanz und ich bin so froh, dass wir es jetzt endlich geschafft haben und diesmal die Aufnahme auch noch läuft. Erst hatte ich kein Glück mit der Aufnahme und dann hatte ich kein Glück im Spiel. Das ist ziemlich gemein. Aber diesmal haben wir es ja endlich geschafft. Was benötigt ihr? Ein Jammer, dass Ferndur entkommen ist. Er ist ein übler Feind und stellt sogar für die Macht Bruchtals eine Bedrohung dar. Wir müssen weiter wachsam bleiben. Kehrt zu Herrn Elrond zurück und lasst ihn wissen, wie wir uns gegen den Arithfürsten geschlagen haben. Sprecht mit Elrond, natürlich, denn zu Elrond müssen wir sowieso. Für
das Vorwort des Buches 4, damit wir endlich mal damit starten können. Habe jetzt schon so lange aufgenommen. Gut, es kommt mir länger vor, als es euch dann vorkommen wird, weil ich natürlich jetzt einiges an Fehlversuchen hatte. Beziehungsweise an nicht aufgenommener Zeit. So viele Fehlversuche waren es jetzt nicht. Ich meine, ich musste die Instanz halt jetzt einmal machen, wo es nicht funktioniert hat mit der Aufnahme. Und dann der eine Fehlversuch, den ihr gesehen habt. Und, ja, und jetzt wollen wir aber uns endlich dann auch mal dem Buch 4 widmen, was ja eigentlich mein Ansinnen ist für diese Aufnahmesession. Mal sehen. Erstmal wollen wir aber nochmal ganz kurz gucken. Aragorn versagte bei der Aufgabe, die ihm vor vielen Jahren von Gwyndeth gestellt wurde. Das wird euch nicht viel sagen, das hat mit Andoril zu tun, mit dem Neuschmieden von Narsil, dass er dann Andoril heißt. Denn Gwyndeth ist ein Flussgeist, Seegeist, irgendwie sowas. Eine Nymphe quasi in Evendim. Und von ihr braucht er einen bestimmten Stein, der in Andoril mit verarbeitet werden muss, wenn das Ding neu geschmiedet werden soll. Das ist halt der Queststrang um die Neuschmiedung von Andoril. Und darauf war das gerade bezogen, was Elrond gesagt hatte. So, aber gucken wir erstmal mit der letzten Ruhe für die bösen Toten. Ein seltsames Schicksal hat euch hierher gebracht. Herr Glorfindel hat recht. Ferndur ist entkommen und deshalb müssen die Elben von Bruchtal weiter wachsam bleiben. Jetzt, da ein so großes Übel frei in der Welt ist, ist die Sicherheit von Bruchtal wichtiger denn je. Dennoch danke ich euch für eure Hilfe. Zumindest wurden Ferndurs Pläne vorübergehend vereitelt. So, das war ja das erste Mal, dass wir mit Elrond geredet haben hier in Let's Play. Und sehr viele Wege führen über Elrond. Also in ganz vielen Missionen fängt es mit Elrond an, hört mit Elrond auf oder zwischendurch wird mal von ihm Rat eingeholt. Ich würde denken, das ist so ziemlich der wichtigste NPC, der irgendwo rumsteht im ganzen Spiel. Weil so viele Quests wirklich über ihn laufen, das ist echt Wahnsinn.